Eine Fusion und dergleichen in der Versicherungsbranche, das möchte offensichtlich die Allianz, hat sich aber direkt eine blutige Nase geholt bei der Zurich Insurance Group. Wie stark ist aber die Allianz aufgestellt, um da ganz oben mitmischen zu können, auch im Fusionsgeschäft? Schauen wir uns das an mit Blick auf die Quartalszahlen zum ersten Quartal gemeinsam mit Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau. Ja, 6% weniger Gewinn und das im ersten Quartal. Reicht das als Erklärung aus, dass man sagt, der starke Euro ist schuld? Tendenziell ja. Irgendwas musste sie ja sagen. Die Allianz hat ihre Quartalszahlen vorgelegt. Der operative Gewinn ist hier um 6% nach unten gegangen. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass sie durch die Währungsschwankungen nicht das einzige DAX-Unternehmen sind, das hier so ein bisschen leidet und immer wieder sagt, wir haben hier so ein kleines Problemchen mit dem Euro. Der Euro ist schon im Dollar gesehen sehr, sehr stark. Und hier hat noch dazu gespielt, dass natürlich die turbulenten Finanzmärkte hier einem Versicherer gerade nicht so in die Karten gespielt haben. Sie müssen ihr Kapital ja irgendwo anlegen, um auch den Versicherern einen gewissen Zins wieder zurückzugeben. Gerade in dieser Niedrigzinssparte oder eigentlich Nullzinssparte ist es für die Versicherer relativ schwer und das hat bei Allianz auch gemacht. Nichtsdestotrotz haben sie den Nettogewinn trotzdem um 7% steigern können, aber das hat eher dazu geführt, dass sie hier geringere Steuern zahlen mussten und geringere Umbaukosten hatten. Also das sind da irgendwie so Side-Effects, die noch so ein bisschen mit reingespielt haben. Mhm. Nichtsdestotrotz unterm Strich haben sie 6% schlechter performt. Schaden und Unfallversicherung laufen nach wie vor gut. Das sind auch die starken Standbeine. Was ist mit der Lebens- und Krankenversicherung? Also Life and Health, die Sparte an sich, hat fast den gleichen Umsatz wie auch die Sachversicherungssparte, wenn man sich das mal so im Vergleich anschaut. Nichtsdestotrotz sind die in den letzten Quartalen immer rückläufig gewesen. Also sie sind immer weiter abgebaut worden. Life- oder auch Lebensversicherung gerade zu verkaufen, ist relativ schwierig. Kunde, gerade jetzt so die ganze Thematik, die auch in den letzten Jahren in den Schlagzeilen waren, dass die Lebensversicherungen eigentlich überhaupt nichts bringen, dass Verträge gekündigt werden müssen, weil es keine Zinsen mehr gibt und da ist dann eigentlich die Neuabschlüsse gerade in den Lebensversicherungen tendenziell zurückgegangen und das sehen Sie auch gerade in der Sparte Life and Health und das ist so ein bisschen rückläufig, da müssen Sie jetzt gegensteuern, dass entweder andere Sparten hier besser performen oder dass Sie da irgendwie noch etwas Positives bei rausfinden. Das Prämienvolumen, also das Beitragsvolumen, wuchs lediglich um 0,7% im gesamten ersten Quartal. Mhm. Das ist bei anderen großen Versicherern, die das gleiche schwierige Marktumfeld haben, deutlich besser. Zum Beispiel bei der AXA musste die Allianz dann sozusagen dieses Fusionsthema oder Übernahmethema anstoßen unter dem Motto, das kaufen wir uns zu. Ja, ich glaube, sie mussten so ein bisschen irgendwie auf einer Seite loslaufen, um irgendetwas zu ändern, weil sie sagen, okay, warum kommen bei euch die Margen nicht, warum ist das bei allen anderen Anbietern so groß. Die Fusion haben sie nicht so ganz hinbekommen. Sie sagen auch immer, oder der CEO Bette sagt auch, er möchte eigentlich Fusion haben, gerade auch in der Sachversicherungssparte, da kann man eigentlich relativ gut fusionieren mit großen Versicherungen. Zurich Insurance war hier eine, die auf der Agenda stand, aber er sagt auch, es ist eigentlich viel zu teuer. Gerade AXA hat auch zugekauft und das sind Zukäufe gewesen, die aus Sicht von der Allianz zu teuer gewesen sind dafür, was sie bringen am Ende. Er möchte gern fusionieren und er sieht auch, dass es gegeben sein muss, vor allem in der Sparte, weil es relativ Synergieeffekte dann irgendwann bringt und die Marge halt auch hier schrauben kann. Aber er sagt auch, er möchte es nicht um jeden Preis. Also er will Fusion auf dem Level, wo sie gesund sind, auch fürs Unternehmen. Mhm. Aber er muss den Aktionären auch irgendwas liefern, was so in Zukunft der Gewinnbringer sein könnte. Und deshalb ist mal abzuwarten, wie sie da mit den Fusionen weitermachen. Okay, also Fusionspläne noch nicht ganz ad acta gelegt. Nichtsdestotrotz, wie wollen Sie denn dann erstmal vorerst, solange noch kein Fusionspartner auftaucht, beziehungsweise keiner auch so günstig zu haben ist, dass es sich lohnt, wie wollen Sie denn trotzdem mehr Policen verkaufen und profitabler werden? Wollen ja auch künftig satte 8 Euro Dividende zahlen, hoffe ich mal. Ja, also die Dividende im DAX, wenn man sich die Allianz anguckt, ist eigentlich ganz oben mit dabei. Mit 8 Euro ist das schon ein wirklicher Dividendenkönig im DAX. Ja. Das müssen sie auch irgendwie bezahlen. Das müssen sie halt aus dem Gewinn irgendwie bezahlen. Und deshalb wollen sie ihre Produkte ein bisschen einfacher gestalten, haben sie gesagt. Sie sagen immer, Allianz-Produkte sind so komplex, dass die meisten Kunden es vielleicht nicht verstehen, was sie als gutes Produkt anbieten.
machen. Sie wollen es ein bisschen einfacher gestalten, dass man dieses Produkt relativ gut und einfach verstehen kann. Diese Pläne, die Sie dafür haben, die müssen in die Restrukturierung mit reinlaufen. Diese Restrukturierungsvolumen wurde zwar runtergefahren jetzt im nächsten oder in diesem Jahr auch, aber nichtsdestotrotz wollen Sie da so ein bisschen dran schrauben, um da mehr zu verkaufen und da vielleicht dann die Marge noch ein bisschen erhöhen zu können am Ende, wenn die Kunden es wirklich einfach und besser verstehen. Ist eine höhere Marge Voraussetzung dafür, dass die alle Analysten auch ein wenig optimistischer werden? Die meisten Kursziele bewegen sich so um die 200 Euro herum. Das sind jetzt 5% noch, wenn überhaupt. Da war die Aktie auch schon mehrfach drüber. Die Analysten sind eigentlich relativ gut eingestellt auf Allianz. Sie gehen alle fast auf Buy oder auf Hold, wenn man diese Aktie halt schon hat. Das Bloomberg-Konsens von den 12 Monaten Kursziel sind bei 210 Euro. Also da ist jetzt nicht mehr so viel Luft. Das sind fast 9% Kursreturn, die Aktie noch machen könnte, wenn jetzt irgendwie keine schweren Ungewitter kommen oder wo sie jetzt noch Sachschäden haben, die sie bezahlen müssen. Allianz ist einfach eine Versicherung, die so schwer auf einmal auch im DAX liegt, dass man sagen kann, okay, sie hat jetzt nicht mehr das Potenzial zur Aktie, die jetzt wirklich durch die Decke geht, weil sie halt ein Geschäftsmodell fährt, was relativ einfach zu verstehen ist auch an dem Sinne. Sie bezahlen für etwas, wenn der Fall eintritt, dann ist es nicht so gut. Wenn er nicht eintritt, dann hat er Gewinn gemacht. Das richtig zu koordinieren, das liegt bei der Allianz eigentlich relativ gut. Deshalb haben sie auch so Kursziele. Tendenziell kann man sagen, dass sie eigentlich an ihrem Kursziel schon dran sind. Also sehen die Analysten auch vom Gewinn her. Der wird mit nächstem Jahr bei 10,6 bis 11,6 Milliarden Euro angeschlagen für dieses Jahr. Da sind sie auch von den Analysten am oberen Ende ungefähr angesiedelt. Also da sollten keine größeren Überraschungen bei Allianz kommen. Wer jetzt ein Discount-Zertifikat auf die Allianz ins Depot nimmt, hat zumindest dann nicht das Problem, dass er nicht weiter partizipiert, wenn das Kursziel erreicht ist. Dann wird 200 gekappt und die Kursziele eh nicht in den Himmel wachsen. Mhm. Aber eine Rendite von maximal 12,3% auf die Laufzeit. Nun ja, die Allianz zahlt 8 Euro Dividende, die garantiert ist, zumindest für dieses Jahr erstmal. Die Rendite ist es nicht. Warum soll ich mich für ein wackeliges Zertifikat entscheiden, wenn ich doch weiß, mit der Aktie 8 Euro pro Anteilschein sind mir sicher? Die 8 Euro sind sicher, ja. In dem Fall ist es so, wenn Sie das Produkt kaufen, dann kaufen Sie theoretisch günstiger als die Aktie ein. 7,5% ist hier der Discount. Wenn die Allianz bis zum 21.06. nicht über diesen 200 Euro richtig nach oben geht, hat man halt dadurch, dass man hier ein bisschen günstiger einsteigt, halt auch die Rendite von den 12% inne. Bei der Aktie kann es immer noch sein, Sie kriegen 8%, aber die Aktie fällt 10, dann haben Sie 2 Euro Verlust gemacht in dem Sinne. Kann bei dem Zertifikat natürlich auch passieren. Wenn Sie drunter stehen, dann gibt es am Ende der Laufzeit die Aktie. Okay, Vivien Sparrenberg, vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, Allianz, starke Zahlen, auch wenn der Gewinn um 6% gesunken ist. Nichtsdestotrotz will die Allianz fusionieren, ist nur noch nicht klar mit wem, weil die großen anderen Versicherer schon abgewunken haben, als das durch die Presse geistert. Die Kursziele der Analysten sind jetzt auch begrenzt bei ungefähr 200 Euro oder noch ein Schnaps drauf. Da muss schon noch einiges kommen in der Versicherung mit neuen Produkten, einfacheren Produkten und mehr Gewinn. Wie es da weitergeht, auch mit der Aktie, natürlich börsentäglich hier.